Soccer! So, das war der erste Unterbrecher. Ich werde jetzt nicht wieder eine 55-Minuten-Show machen hier oder 55 Minuten philosophieren. Ich werde nur über Star Wars sinnen. Also wie gesagt, ich springe nochmal eben kurz in den anderen Modus, wo ich unterbrochen wurde. Wie gesagt, Facebook hat schon lange einen sogenannten Filter. Wenn ihr da irgendwas hochfahrt, sagt Facebook genau, wer wo was ist. Prashant hatte mir, wie gesagt, ein tolles Video hochgefahren, was ich in den Fanblog einsetzen sollte. Ging aber nicht, weil, wie gesagt, Facebook sofort gesagt hat, das gehört dem Autor. Ich wusste sofort, ich kannte sofort den Autor, 197 Länder gesperrt und so weiter und so fort. Indisch halt. Meine lieben Freunde, Indisch macht mir sehr, sehr viel Spaß. Auch Bollywood macht mir sehr viel Spaß. Diverse Filme, nicht alle Filme. Habe ich schon mal gesagt, Doom mag ich und ich muss nochmal nachlesen, hier Sucks of Hindustan, den ich hier euch auch vor laufender Kamera gehalten habe. Ich habe ihn ja bekommen. Geht für über 4 Stunden. Ja, also 248 Minuten. Ich muss also fast 4 Stunden Hindi mir anhören. Aber es gefällt mir, das, was ich da sehe. Ich verstehe zwar kein Wort, ich weiß nicht, worum es geht, aber ich kann mir das ja zusammenreimen. So, wie gesagt, das hier ist jetzt der Modus für ganz normale Filmemacher. Ich möchte ganz normale Filmemacher unterstützen. Ganz normale Filmemacher wie ich und du. Ich möchte jetzt nicht den Großen. Ja? Die Großen gibt es auch, das ist richtig. Aber die Nachfrage habe ich jetzt nicht. Ich habe mich also nicht auf dem Markt jetzt so platziert, dass daraus eine Nachfrage entstanden wäre, dass ich jetzt, sagen wir mal, mit einer Blackmagic-Ausrüstung, die eine 500.000 kostet, arbeiten würde. Natürlich würde mir das viel Spaß machen. Aber eine 500.000 auszugeben, um Spaß zu haben, die Zeiten sind halt vorbei. Das habe ich mit 2025 gemacht, weil das Geld kam irgendwie wieder rein. Weil zu dem Zeitpunkt war man doch schon eine Hausnummer, weil das, was es heute gibt, Smartphones, gab es ja alles gar nicht. So, wenn man die modernste Technik gehabt hat, konnte man also auf dem Markt auch sich ausbreiten. Warum sage ich das? Ja, 40 Jahre, wie gesagt, 1979, jetzt 2019, 40 Jahre analog digitales Wandeln. Da hat man natürlich das Beste vom Besten damals gehabt. Ja? Und man hat auch getüftelt, um noch besser zu sein wie andere, obwohl andere gab es nicht so viel. Weil wie 1927 auch alles angefangen hatte mit den, ne? Da haben auch alle Leute erstmal mit und haben daran dann weiterentwickelt und so weiter. So, worauf möchte ich hinaus? 42 Jahre Star Wars. 42 Jahre Star Wars und wir wissen alle, ich muss nicht ausholen. Ich meine, es kommt immer was Neues. So, es gibt Leute, die euch sofort Fallen Order zeigen. Fallen Order, die euch sofort das Lichtschwert zeigen. Ja? Ich zeige das so ein bisschen hier am Rande. Ihr könnt ein bisschen tiefer schauen da. Ja, Fallen Order ist ein Teaser gezeigt worden, wo das Schwert anfängt zu leuchten. Ich habe es ja auch auf dieser Family-Seite online gestellt. Ihr merkt schon, ich habe hier leider nicht so viele Leute, die Lust haben, über Star Wars zu sprechen, weil die sammeln einfach, aber sagen nichts. Ja? Man kann nicht mit ihnen philosophieren, warum sie sammeln. Die sammeln halt, ne? Und sprechen auch nicht darüber. Dann habe ich natürlich hier kommt der Livestream ab morgen, ich glaube bei uns 18 Uhr, bei denen 10 Uhr, 10, 11 Uhr. Ja. Also hier ist die Livestream-Seite, meine lieben Freunde. Soccer!